Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute an der Nordspitze der Insel Öland. Ja, wir gehen dem Ende Juli entgegen und sind noch einige Tage in Schweden. Jetzt wollen wir mal in Richtung Trollskogen fahren. Und danach geht es um die Bucht herum an die Nordspitze zum Langen Erik. Und hier haben wir einen kleinen Flugplatz, ein paar Kilometer außerhalb. Ungefähr in diese Richtung ist Trollskogen. Und dann fahren wir nachher an dieser Bucht wieder vorbei. Und im Hintergrund sehen wir den Leuchtturm. Otti, wie haben Sie denn die Blaubeeren geschmeckt? Nein, die sind nur ein bisschen sauer, also ein bisschen brauchen sie noch. Aber jede Menge, Wahnsinn. Ja, ganz schön Wald voller Blaubeeren. Das hatten wir auch schon mal. Wo waren das? Blaubeeren. Überall Blaubeeren. Achso. Aber da waren noch keine Früchte dran. Das war im Salzkammergut. Wir sind jetzt aber auf dem Weg zum Trollskogen. Ja. Trollskogen, was ist das? Ja, ein Wald. Ein Naturreservat. Ja. Soll sehr schön sein und das wollen wir uns angucken. Also ich habe mal die Übersetzung angeschaut, das heißt Zauberwald. Zauberwald? Zauberwald. Da wo die Trolle hausen. Ja. Ah, siehst du. Jetzt kommen wir der Sache näher. Dann tauchen wir ein ins Geheimnis. Ja, ich habe eben von Geheimnis gesprochen. Also wissen ja viele Leute, also kann es ja kein Geheimnis mehr sein. Aber es wird vermutlich ein Abenteuer. Vielleicht treffen wir noch den einen oder anderen Troll. Leider hat das Naturum geschlossen, also man kann sich da nur wundern. Am Wochenende, also Samstag heute, 27. Juli, da ist geschlossen. Und jede Menge Leute hier. Fahren wir dann doch durch den Wald mit unseren Rädern auf die Nordspitze dieser Halbinsel. Bin ich aber gespannt, wo hier die Trolle lauern. Die. Ja. Hast du schon mal einen Troll gesehen jetzt hier? Ich bin mir nicht sicher, aber hier im Wald, da rechter Hand habe ich was gesehen. Das könnte ein Troll sein. So, da müssen wir nachher mal nachschauen, ja? Na gut. So, jetzt sind wir angekommen fast an der Spitze. Weiter geht's nicht mehr. Wir mussten die Räder abstellen. Die haben wir erstmal an einen Baum gekettet, damit die Trolle die nicht stehlen. Aber ich habe bisher noch keinen Troll gesehen. Hast du einen gesehen? Ja, vielleicht. Vielleicht. Wir können ja mal schauen. Vielleicht baden die gerade. Ja, wir gehen jetzt auf dem Weg zur Ostsee. Dann schauen wir doch mal nach. Und schau mal, hier sind schon die krummen Kiefern. Ach hier, ja, tatsächlich. Ja, sieht so ähnlich aus wie in Gryfino in Polen, an der Oder, gegenüber von Meschirin. Ja, ist nicht zu verkennen, dass das die Ostsee ist. Der Geruch kommt mir bekannt vor. Und geschmeckt habe ich das Wasser noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass der Salzgehalt hier an der Insel Öland nicht ganz so hoch ist wie vor Mecklenburg-Vorpommern. Otti hat mir gerade erzählt, sie brauchen noch eine Weile, um ihre Tasche festzumachen. Da können wir ja noch mal hier den Wegweiser in Augenschein nehmen.
wollte schon ein paar Ranger organisieren, die dich suchen. Na, ich wollte einen Troll fotografieren, aber dann hat er sich versteckt. Der hat sich versteckt, der Troll? Mhm. Müssen wir noch mal herkommen. Unbedingt. Was hast du entdeckt? Ja, die Nordspitze von Öland. Mhm. Da stehen wir auch drauf, ne? Sozusagen, ja. So. Ansonsten keine Robben, keine Wale? Nein. Keine Haie? Vögel. Gut. Die Kühe. Thank you.
Ich hab dich von da vorne erwartet. Sag mal, wo schleichst du dich denn an? Angekommen.